Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Super Mario Land 3 Wario Land. Wir befinden uns immer noch in der Mitte von dem Lavasee und werden auch direkt starten. Ich glaube, das muss bei mir einfach sein. Wenn ich nicht am Anfang, wenn ich mein Let's Play starte, in irgendwas hineinlaufe, dann läuft irgendwas schief. Oder wenn ich einfach zu spät auf Springen drücke. Also bei mir fängt, der Anfang ist bei mir immer scheiße. Ich weiß nicht warum. Aber ich schieb's jetzt einfach mal darauf, dass das Level einfach, dass die Level einfach immer schwieriger werden. Boah. Und diese Feuerbälle gehen mir ziemlich auf den Keks. Die tauchen einfach auf, die sind nur da, um mich zu nerven, wie eigentlich alles in so einem Spiel. Alles in so einem Spiel ist doch nur da, damit es dich nervt. Und nach dem letzten Mal werde ich mir jetzt halt angewöhnen, öfter mal Checkpoints zu aktivieren. Hier kommt garantiert genau auch irgendwann mal irgendwo ein Feuerball hoch. Also die Feuerbälle sind echt nervig. Und es sind echt viele. Ah, meine geliebte Flugkappe. Schauen wir mal, wie lange ich die behalten kann. Warum kann ich da nicht nach rechts? Okay. Komm schon. Ich wollte gerade sagen, da kommt garantiert auch ein Feuerball. Und dann fliege ich komplett rein. Wow. Piss dich. Und dann haben wir dieses Level zum Glück endlich geschafft. Und ich hoffe, das nächste hat keine Feuerbälle mehr. Ja, doch hier sehen wir wieder. Das ist ein Level, in dem es zwei Ausgänge gibt. Ah, das erste Mal Kart fahren. Auch wenn es... Okay, ich kann nicht einfach vorne runtergehen. Da glitscht Wario dann einfach so rum. Okay, das ist ein super Sprungbrett. Okay, ich glaube, also ich probiere einfach mal, bei diesem Level kein Checkpoint zu nehmen, weil bis hierhin muss man ja eigentlich nicht viel machen. Dieses Level scheint doch schon wieder viel einfacher zu sein als das von gerade eben. Da bin ich oben an irgendeiner unsichtbaren Wand hängen geblieben und konnte so nicht weit genug springen. Da hätte ich doch den Checkpoint aktiviert, aber wir sind ja relativ schnell wieder da, wo wir gerade eben waren und ich glaube aber, ohne den Kart bin ich einfach schneller. Ja. Und
Und wäre ich nicht in dieses Ding reingesprungen, hätte ich das garantiert auch geschafft. Da wollte ich einfach schneller sein und jetzt darf ich nochmal anfangen. Jetzt müssten wir eigentlich gleich wieder genau beim Checkpoint sein. Oh, ich habe wirklich springen gedrückt, aber irgendwie glaube ich, sollte ich doch den Checkpoint aktivieren. Ja, kommt einfach von allen Seiten, genau. Jetzt hätte ich nicht so schon Probleme, nachdem ich erst noch großkotzig gesagt habe, dieses Level scheint nicht so schwierig zu sein. Bin ich doch schon dreimal gestorben. Einfach. Vielleicht doch rein zur Sicherheit, einfach alle aktivieren. Wenn ich es mir zu dem Zeitpunkt denn leisten kann. Also, ich bin doch eigentlich voll auf seinem Kopf gewesen, aber trotzdem habe ich den Schaden bekommen. Gebe ich jetzt ehrlich zu, da habe ich selber zu spät auf Springen gedrückt. Aber wir haben ja unseren Checkpoint, zum Glück. Ich schmeiß die Leben heute wieder raus, als würde es keinen Morgen geben. Das werde ich irgendwann mal noch so bereuen. Das schon wieder. Aber diesmal habe ich es geschafft. Man hat richtig gesehen, wie der Bildschirm sich auch nicht mitbewegt hat. Ich weiß nicht, wo ich da hängen bleibe. Da habe ich nicht richtig springen gedrückt. Scheinbar. Eigentlich war mein Finger voll drauf. Ich hätte nicht gedacht, nach dem Anfang von dem Level hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel Zeit hier verbringen. Ach komm, schon wieder. Ich war voll auf seinem Kopf drauf. Ich weiß nicht, als würde ich nur als kleiner Mario da an dieser einen Stelle problemlos durchkommen. Jetzt haben wir das endlich geschafft. Und ich hoffe, das ist der geheime Ausgang. Das Problem ist, wir müssen dieses Level leider nochmal dann machen. Okay, hier gibt es wieder irgendwo einen Schatz.
Wir müssen nur erstmal den Schlüssel finden. Ach, hier gibt es wieder mehrere Wege. Okay, und hier scheint schon das Ende zu sein. Dementsprechend ist dieses Level scheinbar rein darauf aufgebaut, den Schlüssel zu finden. Okay, da komme ich nicht durch, da komme ich nicht durch. Muss ich klein sein, aber erst will ich mich weiter umschauen. Da komme ich auch nicht hoch. Irgendwo in einer dieser Türen werden wir ja wohl weiterkommen. Schaut bis jetzt nicht so aus. Aber dieser Schalter wird scheinbar jetzt irgendwas ausgelöst haben. Ah, okay, hier ist der Schlüssel. Bevor ich mich jetzt in einer dieser drei Türen umschaue. Ja, okay, da geht's zum Ausgang. Will ich erstmal den Schatz holen. Oder einfach drüber werfen. Ja, und dann haben wir hier einen. Keine Ahnung, ob das ein Pokal oder ein Trinkkelch sein soll. Und dann haben wir jetzt halt mehr als die Hälfte der Schätze. Jetzt fehlen uns nur noch 7 Stück. Ah, okay, der Schalter hat gesorgt, dass hier das Wasser weg ist. Die haben vorne einen fetten Stachel am Bauch und immer wieder springe ich in sie rein. Okay, hier haben wir wieder eine große Münze und eine Flugkappe. Jetzt können wir aber in den anderen beiden Türen wieder nicht weiter. Also muss ich erst wieder den Schalter aktivieren. Oh, oh, ah, okay. Ich dachte schon, der umzingelt mich jetzt hat. Und jetzt können wir auch hier weiter. Oh Gott, das alles nur wegen 12 Münzen. Finde ich doch recht sinnlos hier. Okay, mit der Flugkappe muss ich auch den Schalter nicht aktivieren, das dachte ich mir schon fast. So dass wir jetzt direkt noch in die letzte Tür rein können. Und dann das Level auch beenden können. Schauen wir mal, was wir hier finden. Handy, sei still. Außer Gegner bis jetzt noch nichts Interessantes. Auch hier wieder nur 8 Münzen, also das hätten sie sich auch sparen können. Was ist denn jetzt los?
Seid doch einfach alle leise. Sag ja, eigentlich jedes Mal, wenn ich vergesse, mein Handy lautlos zu machen. Ah, okay, den Schalter muss ich aktivieren da hinten, sonst komme ich nicht zurück. Als würden die Leute riechen, dass ich was aufnehme und vergessen habe, mein Handy stumm zu machen. Und ich glaube, der Ausgang war da hinten. Ah, habe ich es probiert. Profi-Basketballer werde ich auch nicht. Jetzt müssen wir wieder durch dieses Level durch. Aber diesmal mit der Flugkappe werde ich es mir etwas leichter machen. Hier, auch hier oben war wieder scheinbar eine unsichtbare Wand, über die ich geflogen bin. Warum die da sind, weiß ich nicht. Soll ich den Checkpoint aktivieren? Ich habe eh nicht genug Geld. Okay, da kann ich eh nicht weiter oben weiter. Genau, hier bin ich auch das letzte Mal dagegen. Also habe ich mich da doch nicht getäuscht. Da sind Wände oben eingezogen, sodass ich nicht komplett durchfliegen kann. Aber mit der Flugkappe ist dieses Level einfach und schnell erledigt. Da bin ich doch sehr dankbar für. Denn nochmal 10 Minuten, wie ich zu blöd bin, dieses Level zu beenden, glaube ich, will keiner sehen. Und dann sind wir auch schon beim Boss-Level. Ne, da behalte ich die Flugkappe. Ich muss trotzdem aufpassen. Diese Feuerbälle können... Boah, das war ja doppelt knapp. Doch recht hoch springen. Okay, das sind schon echt blöde Sprünge. Rein zur Sicherheit, bevor wieder irgendwas passiert. Gut, Flugkappe, rette mir den Arsch. Natürlich stürzt die Brücke komplett ein. Dachte ich mir, überall springt Feuer. Außer hier scheinbar. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der... Der hat mich doch voll gepiekst. Ich meine, ich bin froh, dass mir nichts passiert ist, aber ich habe meine Flugkappe schon weggehen sehen. Sondern das ist der coolste Boss von allen. Denn den besiegen wir mit seinem eigenen Popel. Es sei denn, er besiegt uns. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Muss ich da irgendwas machen, dass du... Oh. Gut, dass ich den Checkpoint aktiviert habe. Leider haben wir jetzt die Flugkappe nicht mehr. Aber ich hoffe, wir kommen auch so heil zum Boss. Also, ich muss unter ihm sein, dass er mich quasi riecht
Oh Gott, wie soll man denn... Schaffen, wollte ich sagen, aber... Schnell, 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 schnell. Scheiß auf den Hit. Weiter. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau, man muss unter ihm sein, dass er mich riecht, dass er einen Popel nach mir schmeißt. Man sollte sich dann von dem Feuerpopel nicht erwischen lassen. Aber das Problem ist, vom Checkpoint an gibt scheinbar nicht ein einziges Power-Up mehr. Jetzt bin ich ganz klein. Ah, okay, der ist nicht verloren. Aber jetzt hat. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, das ist der coolste Boss. Ich bleib bei dieser Meinung, aber er ist trotzdem schwierig. Also hier ist das Timing echt blöd. Da bin ich eine Millisekunde zu früh gesprungen. Kann ich mir nicht so den Gegner gleich mal mitnehmen? Als ersten Hit. So schlau waren die scheinbar auch. Der soll aufhören, meinen Boden kaputt zu machen. Okay, ich hoffe, das ist auch dieses typische Dreimal. Das muss ich nur noch treffen. Ja, mach halt noch ein paar Platten kaputt. Ja, ja. Okay. Leider fällt jetzt das ganze Geld natürlich darunter. Und ich... Ja, ein bisschen was. Ach ja, okay. Da kommen noch Münzen und ich darf nicht mehr springen. Aber okay, waren glaube ich nur drei kleine normale Münzen. Und dann haben wir den Boss endlich besiegt. Nachdem ich mich etwas mehr konzentriert habe. Und dann ist auch die vierte Welt komplett... Dann haben wir jetzt halt hier ein Piratenschiff, auf das wir uns jetzt halt draufschleichen werden. Oh, wenn ich das gewusst hätte. Komm wieder her, Vögelchen. Die kennen wir ja noch von früher. Die sind ganz toll. Hinterlassen 30 Münzen, wenn man einen Gegner reinschmeißt. Wenn man es denn kann. Und dann kommt man so ganz schnell an 90 Münzen. Dann ist das hier eh der letzte Gegner. Den werde ich mir noch holen. Und dann haben wir schon 130 Münzen. Jetzt dürfen wir nur nicht sterben. Sonst ist das ganze schöne Geld weg. Oh, hallo.
Ist da drüben noch was? Ich glaube, dafür bräuchte ich eine Flugkappe, um das rauszufinden, ob da links noch was ist. Ich bin ja schon froh, dass ich das hier entdeckt habe. Oh Gott. Hab mich der jetzt erschreckt? Ist das jetzt noch der richtige Weg oder ist das rein optional hier? Ah, okay, hier gibt's irgendwo einen Schlüssel. Also nicht einen Schlüssel, sondern einen Schatz, meinte ich. Aber ich brauche erst einen Schlüssel. Ist hier wieder irgendwie versteckter Aufgang oder soll das einfach schöne Deko sein, dass da so ein Loch in der Decke ist? Okay, da kommt Wasser. Und da ist unser Schlüssel. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht, dass ich den Schalter aktiviert habe. Und dann werden wir gleich sehen, ob ich in der Lava-Welt noch einen Schatz vergessen habe. Und dann haben wir hier einen Dolch. Und wir sind immer noch auf dem richtigen Weg mit den Schätzen. Das heißt, wir haben bis jetzt noch keinen vergessen. Fällt jetzt wieder so ein Ding runter? Nein. Das passiert nur einmal, okay. Aber purer Zufall, dass ich den entdeckt habe hier. Also den kann man eigentlich auch leicht übersehen. Und jetzt will ich es doch wissen, ob ich da links drüben noch irgendwas finde. Wenn ich eh schon eine Flugkappe krieg. Nein. Ich habe ich gerade erst aktiviert. Hier gibt es wieder Fliegen und Krokodile. Die... Verdammt. Okay, da ist wenigstens normales Wasser, wollte ich sagen. Mit Krokodilen, wie soll man denn an denen vorbeikommen? Oh, ich glaube, ich weiß schon wie. Dafür können wir uns hier wieder das ganze tolle Geld holen. Ist mir egal. Ich will erstmal Geld. Geld regiert die Welt. Wenn es im echten Leben doch auch so einfach wäre, sich Geld zu verdienen. Einfach irgendwas in einen Vogel reinschmeißen und schon hat man 30 Euro oder so. Fände ich jetzt schon toll. Ist das eh wieder der letzte und diesmal habe ich keinen Gegner davor umgebracht. Dementsprechend, okay, den kriege ich nicht mehr. Haben wir jetzt 150 statt nur 130 wie beim letzten Mal. Oh, und jetzt versuchen wir hier mal an den Krokodilen vorbeizukommen. Das Schöne ist, obwohl wir gestorben sind, der Schatz bleibt uns. Kann ich dir eigentlich... Nein. Einfach warten, bis sie einmal springen. Und dann ganz schnell mit der Flugkappe drüber. Und dann ist man auch schon am Ende. Also, wenn man sich nicht den Schatz holt, ist das doch ein
recht schnelles Level. Ich habe auch nirgendwo einen Checkpoint gesehen. So, und jetzt hat wieder ein mehr wasserbasiertes Level. Muss nur aufpassen, dass mich keine von den Robben mit den Harpunen erwischt. Genau, hau ab. Ach, ihr kriegt einfach neue Harpunen, okay. Okay. Hier zeigen mir schon die Münzen, dass ich nach links kann. Ja, ja. Und das alles für 100 Münzen und einen Checkpoint. Da behalte ich mir doch lieber die Flugfähigkeit. Oder gleich gar nichts. Nee. Ausnahmsweise habe ich es geschafft, einen Gegner zu besiegen. Da bräuchte ich jetzt halt ein... irgendwas, dass ich eine Stampfattacke machen kann. Okay, jetzt bin ich neugierig. Was ist da drinnen? Ach so, werden wir es nicht erfahren, aber vielleicht von der anderen Seite. Wenn mich das Spiel schon zweimal dazu drängt, Feuer mitzunehmen, ein Herz. Und dann will ich hier noch reinschauen. Na, auch nur ein Herz. Vielleicht hier noch ein verstecktes Ding. Okay. Da hätte ich doch eigentlich meine Flugfähigkeit behalten sollen. Und diese, keine Ahnung, Schmetterlingshummelviecher hätte ich mir so sparen können. Jetzt bin ich irgendwo in meinen eigenen Gedanken hängen geblieben. Diese Schmetterlingshummelviecher sind scheinbar unbesiegbar. Ich bin einmal mit der Flugkappe dagegen. Und einmal jetzt auch mit dem Feuer habe ich sie berührt. Und scheinen nicht zu sterben. Und doch, das war doch ein recht leichtes Level. Ja, wir sind immer noch sehr, sehr weit weg von den 99.999 Münzen. Da werde ich dann irgendwann mal doch noch scheinbar farmen gehen dürfen. Aber mit den Vögeln ist das ja kein Problem. So, jetzt sind wir kurz vor dem Schiff. Und wie es dann im Schiff selber ausschaut, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber!